ほい、イラつきますね、それ。バーガー。The Anime Girls! Für Otakus und alle, die es noch werden wollen. Liebe Leute, das sind wir wieder bei den Anime Girls. Es ist eure Christine, heute leider alleine, weil meine Schwester hat leider eine Grippe erwischt, wie zu dieser Jahreszeit irgendwie fast jeder außer mir. Wie ein Super Saiyajin werde ich irgendwie nicht krank, wache von den Toten auf, gehe zur Arbeit, zur Uni und mache weiter. Ein bisschen Superpower von unseren Vorbildern können wir definitiv gebrauchen jetzt in dieser kalten Jahreszeit. Ich hoffe, euch geht es gut. Habt ihr euch schon auf den Winter vorbereitet, die dicken Mäntel rausgeholt, den Tee bereitgestellt und natürlich unsere Mangas rausgeholt? Weil was wären wir Otakus ohne unsere Lieblingscharaktere? So Leute, in letzter Zeit hatte ich unglaublich viel um die Ohren. Ich habe ganz viel Content vorbereitet für euch auf TikTok, YouTube, Instagram, meine Schwester Faith auch. Folgt uns gerne auf Instagram. Wir sind gespannt auf euch, auf einen regen Austausch. Vor allem möchte ich heute aber über Jujutsu Kaisen und die Welt in Jujutsu Kaisen sprechen und die zwei Charaktere, um die es geht, Gojo und Sukuna. Kurz, wenn ihr keine Jujutsu Kaisen-Fans seid, werde ich euch erklären, worum es geht. Es ist ein absolut beliebter Manga und Anime. Die Otaku-Welt kennt sich wahrscheinlich jetzt schon bestens aus und kann mir ganz genau sagen, um was es geht. Natürlich wird der Podcast auch auf YouTube hochgeladen, das heißt, ihr könnt jetzt in den Kommentaren auch runterschreiben, mögt ihr Jujutsu Kaisen, eure Meinung dazu, super gespannt. Wir antworten auf eure Kommentare und freuen uns total auf euch. Also am Anfang des Animes haben wir Yuji Itadori, ein Schüler, der in eine andere Welt reingezogen wurde. Und zwar dadurch, dass er einfach mal einen Finger gegessen hat von einem Teufel. Ja, genau. Er ist auf jeden Fall in eine Welt von Flüchen und Dämonen hineingezogen worden und er hat einen besonderen Fluch in sich genommen, weil in dieser Welt gibt es eben verschiedene Rangstufen an Flüchen und er hat einen Sonderfluch tatsächlich in sich genommen. Daraufhin musste er sozusagen eigentlich sterben, weil er eine Gefahr darstellt, weil dieser Teufel durch ihn wirken kann. Aber irgendwie hat Yuji Itadori es geschafft, diesen Teufel in sich zu bändigen. Das heißt, er kann ihn herauslassen, wenn er will, bewusst, und aber auch wieder unterdrücken, wenn er es nicht will. Dadurch hat er eben einen Sonderrang bekommen. Der zweite Charakter, der einfach super heiß ist und mein personal favorite, wie jeder weiß, wenn er meinen Content schaut, ist Gojo Satoru. Ein unglaublich heißer, schöner Mann und Sakura, also Zauberer mit kristallblauen, klaren Augen. Ich schmelze dahin, wenn ich an diesen Menschenmann denke. Also ist eigentlich ein Charakter, aber wir Otakus, wir lieben einfach diese Charakter, als wären sie fucking real. Jedenfalls, er ist auch ein Sonderrang-Zauberer. Er wird eingesetzt, um eben Flüche zu bändigen. Und in dieser Welt geht es eben um die Zauberer versus die Flüche in der normalen Welt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal kommt mir diese Welt auch ein bisschen strange vor. Manchmal passieren übernatürliche Sachen, jedenfalls nehme ich sie wahr. Und Jujutsu Kaisen ist so ein richtig gutes, eine richtig gute Metapher oder eine richtig gute Umsetzung dessen, was wir auch in unserer Welt wahrnehmen, so Dinge, die einfach übernatürlich sind, die wir manchmal ganz klar, aber auch vielleicht ganz unscheinbar wahrnehmen. Vor allem mit Flüchen und Nichtflüchen. Wir kennen das ja vielleicht aus Voodoo etc., ne? Also Dinge, die uns also nicht fremd sind, ne? Das kennt man irgendwoher. Jedenfalls, sehr krasser, geiler Anime, auch toller Manga, kann man absolut empfehlen. Auch für Anime-Beginners würde ich diesen Anime und Manga definitiv empfehlen. Wenn ihr im Winter noch nichts zu tun habt und euch etwas Neues reinziehen wollt, ab in den Thalia, whatever, eBay Kleinanzeigen, holt euch Jujutsu Kaisen, ihr werdet definitiv euren Spaß damit haben. Persönlich bin ich einfach fasziniert von der Geschichte bei Jujutsu Kaisen. Die Tatsache, dass eben
normale Zauberer gegen diese Flüche angehen müssen, dass diese Flüche auch wirklich krasse Auswirkungen haben aus Menschen. Und diese Flüche sind entstanden durch eben, sagen wir mal, die sündhafte Natur des Menschen, also durch Gier, Neid etc. Ne? Und dadurch sind diese Flüche, sind sie in der Welt. Und leider gibt es auch jemanden namens Geto in diesem Anime, der eben eine sehr extremistische Einstellung hat und meint, okay, wenn wir die Menschen auslöschen, die ja diese Flüche auslösen durch ihre Sündhaftigkeit, dann können wir ja sozusagen in einer Idealwelt leben, was natürlich nicht der Fall sein wird und halte ich auch nicht für erstrebenswert. Aber da gibt es auch diese Extremisten in diesem Anime, die eben sagen, okay, wir löschen die jetzt einfach alle aus und dann haben wir einfach keine Probleme mehr. Was natürlich nicht des Problems Lösung ist. Aber auch da gibt es natürlich immer mal wieder Böse in den Guten und Gute in den Bösen. Auch wieder die Frage zwischen Moral und die Einstellung des einzelnen Zauberers in diesem Fall. Würde man die Menschen auslöschen, nicht auslöschen? Würde dadurch eine friedlichere Welt entstehen? Würden dadurch Zauberer jetzt in der Jujutsu Kaisen-Welt weniger Flüche jagen müssen und ihr Leben riskieren für Menschen, die eigentlich ja Zauberer verachten? Sehr spannend, ne? Dass die Menschen in dieser Welt ja auch verachten, dass sie dies tun, obwohl die sie schützen. Ich finde persönlich Jujutsu Kaisen ist eins der tollsten Animes. Also klar, natürlich kann man jetzt viel diskutieren darüber, warum andere Animes besser sind, aber ich finde, er hat seine Daseinsberechtigung auch. Das Storytelling ist sehr krass geschrieben, man geht sehr tief in die Characters rein und in ihre Geschichten und man kann sich immer wieder mit irgendeinem Charakter krass identifizieren, sei es mit den Schülern oder sei es auch mit Itadori, der manchmal seinen inneren Teufel sozusagen rauslassen muss. Das passiert uns, glaube ich, allen auch mal, dass man einfach mal durchfreaken will und dann wieder cool down, ne? Passiert einfach. Es ist auf jeden Fall super spannend und wer Bock hat auf Kämpfe, der ist da auf jeden Fall gut dabei. Aktuell bin ich leider nicht im Anime und im Manga, weil ich echt viel arbeiten muss, neben dem ganzen Zeug, was ich sonst mache. Aber ich kann definitiv sagen, dass das, was ich bisher gesehen habe, bis zur neuesten Folge im Prinzip, es hat so viel Action, es hat so viel Plot-Twists. Manche Charakter verlassen uns leider, andere Charakter kommen dazu. Dann bekommen wir Einsicht in die Vergangenheit von Gojo Satoru, von Toji, der Vater auch eines recht wichtigen Charakters ist. Die Rolle der Vorbilder, ne? Welche Menschen oder Zauberer in diesem Fall wir uns als Vorbilder nehmen, wie es uns prägt, was es mit uns macht, wohin es uns auch bringt, je nachdem, welches Vorbild wir für uns haben. Richtig spannende Themen auch bei diesem Anime. Scheint nicht so, also es scheint natürlich mal wieder wie so ein klassischer Shonen-Anime, wo es halt nur um Kampf geht und Geschichte hier, da und dann wieder Kampf. Aber nein, es überrascht auf jeden Fall auch mit Tiefgang. Ich bin eher davon überzeugt, dass Jujutsu Kaisen sich dann noch mehr in eine Entwicklung gehen wird, die noch mehr Tiefgang bringen wird. Ich bin davon überzeugt, dass die Geschichte definitiv noch mehr tragen wird. Witzigerweise habe ich schon mit meiner Schwester Faith darüber diskutiert, ob das nicht vielleicht Game of Thrones 2.0 in Anime-Version ist, weil einfach dort sehr viel Kampf zwischen verschiedenen Welten und sehr viel Verlust und sehr viel, ne, alles damit drin ist. Und ich würde sagen immer noch ja, ihr könnt gerne runterschreiben in den Kommentaren, ob ja oder nein oder was ihr vergleichsweise auch genauso spannend oder nicht spannend findet. Wäre auch interessant, eure Meinung dazu zu wissen. Ich persönlich bin ein Riesenfan von dem Hauptcharakter Gojo Satoru. Und das Problem ist ja, dass der Macher dieses Animes, Mangas, den Hauptcharakter nicht mal mag. Er hat einen gottartigen Charakter geschaffen, der einfach alles kann. Er hat die Six Eyes, das heißt, er kann alles zu jeder Zeit wahrnehmen. Ohne Scheiß, so komme ich mir manchmal auch vor. Alles zu jeder Zeit gleichzeitig machen müssen und wahrnehmen. Das kann einen schon echt manchmal hart überrollen. Er ist auf jeden Fall so ein gottartiger Charakter, den auch absolut gar nichts zerstören kann. Gar nichts. Absolut gar nichts kann diesen Mann zerstören. Man schießt ihm in den Kopf, es zerstört ihn nicht. Man teilt ihn in zwei, es zerstört ihn nicht. Richtig verrückt.
und dass der Macher diesen eigenen geschaffenen Charakter nicht mal mag. Das fand ich sehr spannend, weil allein diese Idee, einen Charakter zu schaffen, den man nicht mag, der aber solche krassen Fähigkeiten hat, finde ich ja echt, also sehr kontrovers. Warum schaffst du einen Charakter, den du dann nicht leiden kannst, obwohl er ja eigentlich imstande ist, alles zu tun, was ihn ja wieder so super sympathisch macht, weil er ja auch auf der guten Seite ist und dementsprechend auch Gutes tun kann und trotzdem magst du ihn nicht. Hinter dieses Geheimnis bin ich noch nicht gekommen. Der Macher des Mangas hat noch nicht gesagt, warum er Gojo Satoru nicht mag, außer dass er gemeint hat, dass er sehr überheblich sei. Aber seien wir mal ehrlich, wenn man was drauf hat, dann kann man doch auch einfach selbstbewusst damit umgehen. Okay, Arroganz und Stolz und alles, das ist vielleicht nicht immer geil, aber hey, ihr könnt auch stolz auf das sein, was ihr bisher erreicht habt. Und ich finde auch, dass man schon auch eine gewisse, ne, so ein gewisses Selbstbewusstsein schon an den Tag legen darf, wenn man was drauf hat. Auf jeden Fall, der Macher mag seinen Hauptcharakter nicht. Ich liebe diesen Hauptcharakter, zumal einfach er so viel Weisheit an den Tag legt, weil er einfach so viel Erfahrung gemacht hat, auch mit Verlust von einem besten Freund und mit, wie gehe ich damit um, wenn mir zum Beispiel ein Kind anvertraut wird, weil im Anime kommt das auch vor, dass er recht früh ein Kind zugeteilt bekommen hat, auf das er aufpassen soll. Und diese Verantwortung zu tragen mit der Macht, die er bekommen hat, also mit der, ja, mit den Fähigkeiten, die er hat, der Six Eyes und noch dazu dann die Menschen um sich herum zu managen, Lehrer zu sein, Freund zu sein. Richtig krass. Also ich liebe den Charakter. Ich finde, der ist so, ja, so sehr, kann man sich super als Vorbild nehmen, zumal er auch einfach lustig ist. Also er tut super gerne einfach meme-artig Leute aufziehen oder sonstiges. Und das finde ich total witzig, weil das ist etwas, das mir sehr ähnlich ist. Ich kann in den dümmsten Situationen und auch in den schlimmsten Situationen immer irgendwas zu lachen finden. Ich weiß nicht, ob es euch da genauso geht, aber ich denke schon, dass wir alle so eine, ne, so eine, so einen guten Humor finden im schlimmsten Moment. Das ist immer das Wichtigste. Wenn gerade in der Prüfung schief gelaufen ist, sich darüber freuen, dass die zweite besser läuft zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie eure Prüfungen liefen. Ich hoffe, ihr habt euer Studium gut gemeistert. Das letzte Semester hauen wir dieses Semester rein. Ich bin davon überzeugt, dass wir das gut hinbekommen. Anyway, auf jeden Fall liebe ich diesen Charakter. Und ein weiterer Charakter, den ich einfach wirklich, wirklich feiere, oder eher gesagt Faith auch feiert, ist Toji. Ja, Toji ist ein Kämpfer, der es einfach geschafft hat, rein aus seiner menschlichen Kraft, Muskelkraft, Zauberer und Menschen zu töten. Er ist sozusagen Kopfgeldjäger. Und dieser Mann ist einfach ein Tier und kann ohne Probleme, also Flüche und Menschen töten. Und das ist für normale Menschen eigentlich gar nicht möglich. Und Mein Sis-Faith, die ist ja mega in love mit Toji und ich bin mega in love mit Gojo. Und die sind ja verfeindet. Das ist ja der Witz der Geschichte, ne? Gojo und Toji sind nicht unbedingt Best Friends. Dementsprechend kriegen sie sich auch immer wieder in die Haare im Anime und Manga. Zwei richtige Tiere im Prinzip, also so gottartige Wesen. Wirklich spannend. Also ich finde es auch immer lustig, wenn Menschen mir sagen, welchen Charakter sie mögen bzw. Fans sind von, weil das lässt mega gut drauf schließen, okay, wie ist der Mensch so drauf, ne? Und genau, die zwei Characters, die sind halt für mich super einfach krass, weil ich nehme sie als Vorbilder für mich irgendwo, also das Gute nehme ich als Vorbild und das Negative lasse ich dann einfach mal unter den Tisch fallen, weil, ne, man muss sich ja nicht immer alles abgucken, nicht immer alles ist so gut, aber ja, bis jetzt zu diesem Punkt im Anime gab es einige Plot-Twists und ich bin richtig gespannt, wie es jetzt weitergeht mit den einzelnen Rückblicken und Vergangenheiten der Charakter, was sich da nochmal ergeben wird und was das auch für Auswirkungen auf die Zukunft hat. Ich bin da richtig gespannt, weil das einfach, ne, man fühlt ja mit dem Charakter mit, man geht mit ihm die Geschichte durch, man assoziiert sich damit und ist dann am Ende richtig gespannt, okay, was passiert jetzt? Mit dem, okay, Vater weg, okay, was macht er jetzt? Und da bin ich richtig gespannt, was jetzt auf jeden Fall noch kommen wird. Und ja, Jujutsu Kaisen kann ich definitiv euch ans Herz legen. Das ist eines der Animes und Mangas, die ich derzeit wirklich, wirklich krass verfolge.
und an denen ich auch wirklich Freude habe zu lesen und zu schauen, weil man einfach keine Langeweile dann hat. Einen neuen Manga, den ich angefangen habe, den ich euch auch ans Herz legen kann, der ist auch super spannend, aber ein bisschen Psycho, ist Kakegurui. Also ich finde ihn mega nice. Es geht hauptsächlich um eine Schule, in der tatsächlich Glücksspiel gespielt wird. Also eine Schule, in der dein Ansehen und dein Ruf abhängig ist von Glücksspiel. Und hauptsächlich geht es auch um zwei Mädels, die so ein bisschen, ne, so typische Psychobräute, die einfach gerne mit dem Feuer und mit dem Leben spielen und oftmals auch Beträge wie 20 Milliarden Yen, 50 Milliarden Yen einfach pokern oder Schere, Stein, Papier spielen. Und es geht auch hauptsächlich auch um Ansehen und um Ruhm und um Reichtum und so Sachen. Und der Manga, den habe ich erst frisch angefangen zu lesen. Meine Nachhilfeschülerin hat ihn mir geschenkt und ich bin schon sehr begeistert und werde auch den Charakter, um den es sich sehr oft handelt, um die Yabami werde ich, die Yumeko Yabami werde ich auch cosplayen, also bleibt dran. Und die Schule hat eben eine Hierarchie und diese Hierarchie ist eben so aufgebaut, dass wenn du gut bist im Glücksspiel und natürlich dementsprechend reich, dass du gutes Ansehen hast, dass du in gewisse Gremien kommst etc. Wenn du aber schlecht bist, dann passiert, dass du zum Haustier wirst. Also es gibt männliche und weibliche Haustiere, die die Lakaien spielen müssen, derer, die eben in der Machtposition sind. Sehr makaber, sehr krass, aber auch super spannend. Das heißt, wenn ihr generell so ein bisschen Psycho interessiert seid und wenn euch das anzieht, einfach auch dieses Feuerspiel mit dem Feuer, dann kann ich euch das definitiv empfehlen. Ich werde es weiterlesen. Der Manga ist übrigens von Ultraverse und den Anime habe ich noch nicht mal gesehen, aber ich muss auch sagen, wenn man die Mangas liest, kommt man da in eine ganz andere Tiefe rein, als wenn man eben nur die Anime schaut. Und diese Idee von Glücksspiel halte ich echt für schwierig. Da bin ich ganz ehrlich, weil ja, Glücksspiel kann auch einfach süchtig machen. Glücksspiel ist tatsächlich einfach nicht gut und kann echt in den Ruin treiben. Und das wird hier nochmal richtig krass dargestellt. Dieses Spiel mit dem Feuer, dieses Riskieren von eigentlich allem. Also zum Teil passieren da Dinge, dass des Vaters Erbe aufs Spiel gesetzt wird oder das Geschäft von den Eltern oder sonstiges, wo man sich denkt, ah, das würde ich niemals machen, so und so viele Summen und wegen eines Glücksspiels. Und da gehen ja ganze Existenzen dran verloren und dass sich da Menschen auch ergötzen daran, dass diese Menschen untergehen, ist halt schon also wirklich sehr, sehr heftig, sehr irgendwo auch boshaft, bösartig. Jetzt wollte ich beide Wörter auf einmal sagen. Aber der Manga ist so gut geschrieben, dass man einfach stetige Spannung hat und einfach gespannt ist, okay, wird diese Yumeko wirklich noch eins draufsetzen und wirklich noch eins draufsetzen? Wird sie weiterspielen? Weil sie tatsächlich in ihren Glücksspielen nicht nur spielt, weil sie einfach auch sich, so hart es auch klingt, sich dran ergeilt, weil sie es einfach geil findet und sich geil findet, dabei zu spielen, sondern auch, weil sie die Betrüger entlarvt. Da herrscht sehr viel Korruption und sehr viel Betrügereien. Und diese Yumeko geht da rein in diese Glücksspiele mit sehr hohen Summen, fordert ihre Gegner ganz dreist heraus, um dann auch wirklich die aufzudecken, die einfach unfair spielen. Und das tun sie ja mit Absicht, weil sie ja ihre Machtposition nicht verlieren wollen und werden auch noch von den Mitschülern gedeckt. Also die versklavt wurden, werden zu Lakaien, die mitdecken müssen, dass Scheiße gebaut wird. Und das finde ich echt hart, also diese Dynamik zu sehen, dass ein Girl alleine auftaucht auf der Bildfläche und sich denkt, so, und euch werde ich jetzt das Füßchen ausziehen und euch nackt dastehen lassen, was ihr für ein Mist baut. Und das finde ich super, super spannend und ich kann mich da richtig gut mit dem Charakter assoziieren. Deswegen will ich sie auch unbedingt cosplayen, weil ich nicht unbedingt Freund bin von Spielen oder von, ne, Glücksspiel, gar nicht. Aber ich kann sehr gut diesen Reiz
nachvollziehen, hinter die Fassade zu blicken und diese Fassade zu zerstören von diesen unzerstörbaren Menschen, die sich verstecken hinter Machtpositionen, die sie sich ergaunert haben im Prinzip, finde ich richtig spannend. Und wie gesagt, ich bin eigentlich erst noch beim ersten Manga und trotzdem konnte man so viel daraus lesen, das so unglaublich interessant ist. Und da bin ich auch echt noch gespannt, wie es weitergeht. Ich werde euch gerne auch Bericht erstatten, wie es dann weitergeht. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Bleibt dran, gerne, gerne teilen, gerne, gerne liken und vor allen Dingen einfach Spaß bei der Sache haben. Wenn ihr das gelesen habt, Jujutsu Kaisen oder Kageguryu, dann meldet euch in den Kommentaren, sagt, was euch gefällt, euer Lieblingscharakter, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Oder vielleicht habt ihr sogar einen Vorschlag, wen ich cosplayen soll als nächstes. Immer gerne. Liebe geht raus an alle, die schon dabei sind. Vielen Dank, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört, dass ihr unterstützt. Liebe geht raus auch an alle, die neu dabei sind. Lasst doch ein Follow da, auch auf das Campus Radio, das uns unterstützt. Ich bin auf jeden Fall vorerst raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem. Und freue mich auf das nächste Mal mit euch. Und wenn ihr natürlich weiteren Kontakt möchtet, gerne auf whatever, YouTube, Instagram, fucking everywhere. Join and have fun. Tüdelü. Für Otakus und alle, die es noch werden wollen.